Leute, moin! Ja, ich habe mich gesagt, dass ihr mit dabei seid. Und heute zum neuen Video. Und zwar ist das Videothema, was könnte zu Part 2 kommen auf Global? Was ich gestern gedacht habe oder auch im Stream gesagt habe, ich habe vermutet, dass heute nach einem Data-Download oder heute Morgen Data-Download für Global kommt. Besser gesagt, gut, kam jetzt nicht. Wir wissen, dass die Celebration am 15.04. startet um 2 Uhr nachts. Also wir haben jetzt gerade noch, jetzt wo ich das Video aufnehme, 1,5 Tage Zeit dafür. Das heißt, die Frage stellt sich mir, wie könnte jetzt Part 2 aussehen? Wir haben schon mal einen kleinen Teaser bekommen, was zu Part 2 kommt. Aber wir gehen jetzt alles Stück für Stück durch, was ich vermute, was kommen könnte und wie es dann weitergeht. Also, am besten, wir fangen mit der News selber an. Ja, wir kriegen Boo und Barbidi LR Prime Battle. Das heißt, für einige Leute einiges zu farmen. Können wir damit die 2 Wochen stopfen? Weiß ich nicht. Bis zum 27. oder 28. geht die Celebration insgesamt, da müssen wir mit dem Countdown reingehen in Goku Gohan und Goten Day. Und dann gibt es eine bigge Celebration mit Globals First und. Aber Barbidi und Boo, sehr, sehr guter Prime Battle LR. Den werde ich auf jeden Fall showcasen im späteren Video. Also das werdet ihr wahrscheinlich heute Abend sehen. Davor muss ich noch das Teamvideo fertig machen von dem Teamsieger von Hashtag Teameinsendung. So viel dazu. Und ja, dieses Prime Battle von LR Barbidi und Majin Buu sollte auch quasi am 17. kommen. Oder am 15. kommen, wahrscheinlich am 17. Am 15. kommen, absolut Datum verwechselt. Am 15. kommen, mal gucken. Das war aber die einzige News, die wir hatten in dem sozusagen News-Tab. Wo ist unsere News für Extreme Super Battle Road? Vielleicht war es einigen klar, dass es zu Part 2 nicht kommen könnte oder kommt. Es wäre cool gewesen. Ich möchte aber jetzt nichts ausschließen. Es könnte immer noch der Fall sein, dass morgen Data Download kommt oder morgen die News drin ist für Extreme Super Battle Road. Aber es ist unwahrscheinlich. Weil sie müssen sich auch ein bisschen vorbereiten, also der Data Download droppt immer 2 Tage vorher, wenn neue Stages für Extreme Super Battle Roto kommen und. Also, das wäre ein bisschen kurzfristiger Data Download. Nichtsdestotrotz, was mich vor allem verwundert hat, und was mich eigentlich hätte stutzig machen müssen, wir haben ja schon Part 2 Missionen drin gehabt. Also, ein Data Download für die Mission, wir hätten wir gar nicht bekommen, quasi an sich, sondern nur für Content. Jetzt ist aber die Frage, wann werfen sie das ein? Wahrscheinlich morgen früh. Morgen früh wird Barbidi und Boo wahrscheinlich im Data Download choppen und Co. Das sehen wir aber dann genauer. Ja, Part 2 Missionen sind schon da. Und dann noch die restlichen von Part 1. Also sowas wie Growth, Events und. Oder Tournament, da kommen wir auch gleich zu. Aber das erstmal dazu. Jetzt möchte ich zu den Sachen gehen, die kommen könnten. Nicht ganz ausgeschlossen sind oder die wir vermissen. Also Extreme Super Battle Rodo. Mein Guess ist, kommt zum Goku Gohan und Goten Day. Die Stage ist 11 bis 20, Kategorie Extreme Super Battle Rodo. Das fehlt uns noch auf Global, wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, jetzt einzuführen, aber vielleicht haben sie sich gedacht, okay, zu viel Content, Prime Battle, LR plus noch Extreme Super Battle Rodo, man weiß es nicht. Schauen wir, warten wir ab, eventuell könnte es sogar sein, dass es direkt am 28. kommt zum Countdown, maybe, oder wenn dann zum 9.5. irgendwas in die Richtung, das fehlt uns auf jeden Fall noch. Ich schätze nicht, dass es kommt jetzt zu Part 2. Dafür ist einfach nicht genügend geteasert worden. Der Data Download ist zu kurzfristig. Und wenn, dann auch überhaupt nur in der Mitte von der Celebration. Aber das würden sie, denke ich mal, nicht machen. Trotzdem warten wir mal ab. Man weiß nicht, wie uns Doka noch überraschen wird. Geht aber mal davon aus, dass es nicht kommen wird. Gut, dann kommen wir weiter zu unserem verschobenen World Tournament. Das fehlt uns ja. Das kommt am Wochenende vom 23. bis zum Montag, den 26. Hier kriegen wir Kid Goku Tech. Der ist ziemlich solide. Attack-technisch wird der mehr Schaden machen als der Ingoku Youth. Ist ein bisschen weird, ich weiß. Aber ja, auch selbst auf SSR eine sehr, sehr solide Karte. Was Damage angeht, Defense, geht vielleicht so. World Tournament, bereitet euch vor. Macht euch euer Team schon mal ready. Wenn ihr Fragen habt zum Team, fragt gerne im Discord. Ansonsten würde ich sagen, frohes Grinden. Ich werde hier für das World Tournament quasi nur bis 30 Millionen gehen. Lohnt sich für mich nicht so sehr. Für Kid Goku und Co. Ich werde warten auf den Supporter wieder fürs World Tournament und dann werde ich wieder reingrinden. Aber an sich, macht auf jeden Fall eure 30 Millionen voll, nehmt die Kais mit und. Jetzt kommen wir mal zu den interessanteren Themen. Wir haben jetzt, also wir wissen, es wird ein Prime Battle LR geben und wir wissen, wir werden World Tournament kriegen. Damit ist quasi schon mal Part 2 eigentlich okay gesettet, würde ich sagen. Prime Battle LR dauert ein bisschen, bis ihr den fertig gegrindet habt. Und World Tournament nimmt euch ein ganzes Wochenende Anspruch. Da werdet ihr auch den Prime Battle LR nicht farmen können. Jetzt, wir kriegen aber wahrscheinlich noch einen Easy A. Tech, Goku, Kaioken und physisch Vegeta Saiyan Saga. Dazu sollten wir einen Extreme Z Battle bekommen.
Von mir aus können wir das mal im separaten Video durchgehen, Teambuilding-Info und Co. Quasi, LSTR Broly kann hier gut funktionieren, jetzt noch mit seinem Easy A. Das solltet ihr ziemlich easy schaffen können. Das sollte auf jeden Fall kommen. Damit wäre, also dann haben wir schon drei Sachen, die ziemlich viel sind für zwei Wochen. Also die Celebration geht jetzt noch zwei Wochen, Part 2. Und dafür haben wir einen Prime Battle LR, der wahrscheinlich am Anfang rauskommt. Wir haben einen Easy A von Goku und Vegeta Family. Und wir werden einen World Tournament haben. Also es sieht so aus, als wird die Celebration voll werden. Ich wüsste auch gar nicht, woher die Zeit nehmen, wenn noch Extreme Super Battle Roto kommt. Gar keine Zeit dafür. Mayday. Aber gut. Kommen wir dann zum nächsten Thema. Nach dem Easy A sollte natürlich auch noch ein Chain Battle kommen. Ja, das nimmt auch nochmal eine Woche in Anspruch. Ich schätze, für Chain Battle wird die Woche angesetzt. Eventuell hört es da auf, wo World Tournament losgeht. Mal gucken. Und das sehen wir ja dann. Irgendwas in dem Dreh müsste es sein. Welches Chain Battle bekommen wir? Wir bekommen das Pycon Chain Battle. Explosive Chain Battle vs. Super Saiyan Vegeta Angel. Ich weiß, dass von Int Broly am Saiyan Day das Chain Battle fehlt uns noch. Wann sie das rausbringen, weiß ich nicht. Vielleicht Goku Gohan und Goten Day wäre eine gute, guter Filler, sagen wir mal so. Aber für das nächste Chain Battle, wovon ich ausgehe, braucht ihr Pycohans. Farmt ihr ordentlich auch den Strike Event Pycohan. Dann habt ihr Super Saiyan 3 Gokus, Chanemba. Extreme Seite ist Margin Vegeta. Also wenn ihr das wissen wollt, farmt euch eure Margin Vegetas für die Extreme Seite und für die Super Seite eure Pycohans. Und damit müsstet ihr dann gesettet sein. Das waren insgesamt 7 Tage. Ich denke nicht, dass sie es überlappen mit World Tournament machen, sondern ich vermute, dass sie es angrenzend machen als World Tournament. Also wir haben Chain Battle und danach kommt gleich World Tournament. So kann ich mir das vorstellen. Ansonsten war das ja noch nicht alles. Sales kommen. Wir wissen, dass die Sales resettet werden. Sprich quasi, wir kriegen einen Banner. Wie wird der Banner aussehen für Global? Und viele fragen sich das oder haben sich gedacht, oh okay, JP und Global kriegt den gleichen Banner gleichzeitig. Sieht aber wahrscheinlich jetzt doch nicht so aus. Nachdem wir gesehen haben, auf JP gibt es einen Tapion-Movie-Teaser und auf Global fällt der komplett aus. Ja, sie könnten natürlich irgendwie sowas aus der Luft nehmen und droppen. Natürlich, es könnte immer noch ein zeitgleicher Release sein von einem LR, ohne Frage. Aber das wäre schon wirklich komisch, meiner Meinung nach. Vor allem diese komplette Celebration fehlt uns dann. Wir haben quasi eine Pycon Chanemba Celebration und die ist wirklich full gestufft. Wir haben Extreme Z Battle, wir haben World Tournament, wir haben ein LR Prime Battle, wir haben ein Chain Battle in zwei Wochen. Und dann ist die Frage, wie packen sie da nochmal eine LR Celebration rein oder quasi die Awakenings, die wir auf JP gesehen haben, von dem kleinen Kid Trunks und, und. Jetzt habe ich zwei Banner rausgesucht, zwei Banner, die uns auf Global noch fehlen und ja, vielleicht wird euch der ein oder andere Banner überraschen. Ich habe es gestern schon im Stream besprochen. Und zwar haben wir einmal den Goku vs. Vegeta Banner, wo zwei Feature-Charaktere sind, die neuen. Ein paar LR sind drin. Okay. Der Banner sieht sogar interessant aus, bin ich ehrlich. Da sind nur LR Goku und Vegeta. Da sind nur Goku und Vegeta-Karten drin. Die Chance also auf einen LR zu ziehen, wenn euch einer davon gefällt, ist ziemlich hoch. Aber ich kann es euch nicht empfehlen. Ihr könnt zwar dreimal ein 30er Stone Sums machen, aber lasst lieber die Finger davon. Auch wenn ihr einen LR droppen könnt, die Wahrscheinlichkeit, ihn zu ziehen, ist ziemlich gering. Wartet lieber, bis das Same Name Update kommt, plus die Coin Mechanic. Und dann könnt ihr in solchen Banner auch mal reinsammeln, wenn ihr dann dafür Blue Coins bekommt, wenn ihr, keine Ahnung, Typen-Support euch später mal holen wollt. Aber ja, die meisten werden die Units schon Rainbow haben, die beiden. Deswegen macht euch da keinen Stress. Es sind nur zwei Featured. Was ist denn die Rate für Featured? One Guarantee. Ach so, ihr kriegt ein Featured 100% pro Multisum. Interessant. Und ansonsten 5%, 5% für Featured und nicht Featured. Ah, oh, okay. Hier hätten sie die Rate ein bisschen anders legen können. Mehr unfeatured. So wie im Heroes Banner. Das wäre geil gewesen. Und das könnte zum einen der eine Banner sein, wofür wir die Sales kriegen. Was ich vermute, ist das Wahrscheinlichere, dass wir den Banner hier kriegen. Aber wir haben noch einen ganz, ganz anderen Banner offen. Und das ist der einzige Banner, den es auf Global bisher nicht gab. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich freuen würden über den Banner. Sagen wir mal so, es wäre interessant. Mighty Mess kriegt seinen Legendary Banner endlich auf Global. Ich muss tatsächlich zu dem Banner sagen, ganz klarer Skip natürlich. Auch wenn ich Mighty Mess liebe, über alles. Aber hier sind zum Beispiel solche Units drin wie Physis Trunks und Argel Goten, die ihr Easy A bekommen. C18 kriegt ihr Easy A. Und die beiden hier oben haben einen Easy A. Tech Trunks und Int Goten haben ihr Awakening. Ach, Videl und Great Saiyan, die könnten sie eigentlich auch mal Easy A'en.
Hätten sie mit der Vidal Celebration machen können, wäre super gut gewesen. So sind die einfach nur Futter für den Banner, genauso wie die beiden Gotenks. Die sollten auch irgendwann mal noch ihr Easy A bekommen. Legendary Character, damals waren das ziemlich wenige, das war 2018. 2018 kam der Banner, schau mal, wie wenige LRs hier drin sind. Für mich persönlich am besten, sie lassen den Banner nie wieder erscheinen, aber wenn sie es jetzt doch tun, was soll ich sagen, sollen sie es tun? Vielleicht können, also das andere, was ich mir vorstellen könnte, sie bringen es zu Part 2, als Part 2 für physisch Goten und Trunks Turkan Festival, kurz vor unserem Anniversary. Ich glaube, die meisten wären da nicht traurig drüber, weil dann könnten sie nochmal sparen für Anniversary. Das wäre wahrscheinlich ein besserer Slot. Aber das wäre jetzt mal kurz, was ich euch mitgeben kann. Wie sieht die Celebration aus? Wir haben World Tournament, Extreme Z Battle wahrscheinlich. Wir haben einen Chain Battle. Wir haben einen Prime Battle LR, das wissen wir schon. Wir werden einen von den beiden Sums bekommen, denke ich mal. Und das wird die zwei Wochen Part 2 Celebration sein. Und dann geht's rein in Goku, Gohan und Goten Day. Und dafür könnt ihr gespannt sein, denn Goku, Gohan und Goten Day wird hype-mäßig sehr gut laufen. Ich hoffe, ihr habt eure Stones ready. Das war's von mir. Arigato gozaimashita!